Hallo liebe Kampfkunstfreunde, wie geht es euch? Hier ist wieder euer Marek. Heute würde ich euch gerne wieder so einen Kampfkunst- bzw. Selbstverteidigungsstil vorstellen. Es heißt Defendo. Es wurde schon in den Jahren 1926 entwickelt, und zwar von William Fairbairn oder so irgendwie, weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Da würde ich gerne heute was dazu sagen, weil ich finde das ziemlich cool, was dieser Typ alles in seiner Karriere geleistet hat. Das heißt, wir fangen an. So Leute, aber bevor wir anfangen, würde ich euch gerne ein spezielles Energy Drink vorstellen. Leute, es kommt aus Hongkong. Es heißt Bruce Tigers Energy Drink. Und zwar, du hast die Garantie, wenn du diesen Energy Drink austrinkst, dass du innerhalb kurzer Zeit, das heißt gleich nachdem du das austrinkst, hast du sofort die Fähigkeiten, Schnelligkeit und Power von Bruce Lee. Ja? Das ist sogar garantiert, es kostet zwar 500 Euro so eine Dose, dafür hast du aber die Garantie, dass du sofort ohne Vorkenntnisse bist, sofort ein Meister und hast die Fähigkeiten von Bruce Lee. Na? Ist das nicht cool? Sorry Leute, ich konnte mir das irgendwie nicht verkneifen, aber ich habe auch letztens gesehen, was auch der David Russell gepostet hat über diese Meister, diese Krav Maga Instruktoren, die dich in 3 Tagen zu Instruktor ausbilden, auch ohne Vorkenntnisse, und da habe ich mir gedacht, ich mache auch sowas. Lasst euch bitte Leute nicht von anderen verarschen, die nur Kohle an euch verdienen wollen, ja? In 3 Tagen schaffst du es 100% nicht, ein Meister zu werden, sodass du sogar andere Leute unterrichten kannst, ja? Das war irgend so ein Krav Maga Stil, irgendein Krav Maga Typ, die das damit irgendwie geprallt haben oder irgendwie den Leuten weismachen wollten, dass für 500 Euro in 3 Tagen ernennen wir dich zu Instruktor und du kannst dann selber Schule aufmachen und unterrichten. Bitte lasst die Finger von sowas. Ohne harte Arbeit, ohne richtige Schweiß, Schmerz und Durchhaltevermögen, was Jahrzehnte manchmal dauert, ja? Wird aus dir kein Meister, bitte. Lasst euch Leute nicht verarschen, okay? Und jetzt fangen wir mit dem Video an. So, okay Leute, aber jetzt fangen wir an. Spaß beiseite. Das heißt, diese Kampfkunst, was ich euch heute vorstellen will, wie ich schon gesagt habe, heißt Defendo, ja? In Englischen bedeutet das auch verteidigen. Und dieser Stil wurde im Jahr 1926 von William Fairbairn, sorry nochmal, ob ich das richtig ausgesprochen habe, ins Leben gerufen. Defendo ist ein Kampfstil für den waffenlosen Nahkampf eigentlich mit dem Ziel, eine Auseinandersetzung schnell zu beenden. Ja? Das heißt, dieser Stil basiert auf praktischer Erfahrung mit zum Beispiel Jiu-Jitsu, Boxen, Judo-Street-Fighting, aber gibt auch Techniken aus einem speziellen chinesischen Stil und Savate. So Leute, in den 20er und 30er Jahren war dieser Typ, dieser William, in Shanghai als Polizist tätig, und nach einer BBC-Doku hat dieser Typ sogar über 800 dokumentierte Nahkampfangriffe heil bestanden. Er diente jahrelang in einem Rotlichtviertel und hatte unzählige Narben auf seinen ganzen Körper, das heißt von Messern, zerbrochenen Flaschen und so weiter und so fort. Habe ich das hier bekommen? Das ist so ein spezielles Jagdkommandomesser. Das heißt, Defendo ist dafür spezialisiert, eine Konfrontation so schnell wie möglich zu beenden. Ja? Das ist auch bei mir sehr wichtig, in meinem Stil, was ich unterrichte, keine schönen Techniken, dafür soll es auf der Straße funktionieren. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt noch einmal, es sind keine schönen Techniken, weil sowas auf der Straße niemals funktioniert. Dafür werden Techniken verwendet, zum Beispiel wie Schläge, Hals oder Halsseite, Augen, Ohren, Kehlkopf, Knien und so weiter. Das heißt, Defendo wurde auch entworfen, in wenigen Tagen so viel wie möglich zu bewältigen und sich die einige Techniken anzueignen. Das heißt Leute, für mich wieder eine spezielle Kampfkunst oder Selbstverteidigungsstil, wo sein Wissen nicht auf irgendwelchen Hollywood-Techniken basiert, wo keine Schickimicki-Techniken, die du 10.000 Mal mit deinem Partner übst, die auf der Straße aber niemals funktionieren würden. Ja, auf der Straße gibt es, da ist ein Aggressor, das ist nicht dein Partner, der da mitmacht, der da mit der Hand
stehen bleibt oder ganz langsam kommt oder kommt genau so, wie du es willst oder wie ihr das halt eintrainiert habt. Auf der Straße gelten ganz andere Regeln, besser gesagt gar keine Regeln. Ja? Wie man schon bei diesen Typen gesehen hat oder wie man es gelesen hat oder wie auch immer, der Typ hat sich darauf spezialisiert, dass alles so einfach wie möglich ist. Alles, was zu kompliziert war, hat er einfach weggelassen. Ja? Nur so kannst du auf der Straße überstehen. Noch einmal, Straße ist Straße, Dojo ist Dojo. Ja? Da ist ein riesengroßer Unterschied. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem kurzen Video. Ich wollte euch unbedingt diesen Stil, diese Defendo vorstellen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ja, gib mir bitte Daumen nach oben und wir sehen uns wieder in dem nächsten Video. Ciao.